Hallo und herzlich willkommen in Schnubbis Playground. Mein Name ist Schnubbi und ich wünsche euch viel Spaß mit dem folgenden Video. Oh, und da bin ich auch schon wieder im Spiel. Also Kingdoms of Amalur: Reckoning. Wie bereits im Vorteil angekündigt, werde ich hier nochmal diesen roten Punkt erkunden, der da so verlockend getötet werden möchte. Beziehungsweise, so wie es aussieht, er mich töten möchte. Ah, oh, der ist ja gar nicht so schön. Genau. You! I remember you! You're the one? How did you come back? How did you find me here? Kennen wir uns? Sag mal, wusstet ihr von dem Angriff oder warum habt ihr euch versteckt? No, I had no idea anything like that would happen. The Well of Souls is bigger than One Gnome's pet project. My employer pays for information about its progress. I just send the reports to make some money on the side. I never wanted anyone to get hurt. Du kleiner Bastard. Die Frage ist, bin ich jetzt hier so rachsüchtig? Ich meine, ist er ja schuld daran. Aber er wusste auch nichts. Kann ich mal ein bisschen Geld rausschlagen. Ach, ich bin mal der Gütige. Verschwindet. Thank you, thank you. Here, take this. It's the pay for my last report. I don't want anything to do with it. I'm going back home to Odessa. Das ist auch das Mindeste, dass du mich dafür bezahlst, ja. Da vorne ist noch ein grüner Punkt auf der Karte. Mal gucken, was da ist. Hallo, was bist du? Schreine gewähren dir einen vorübergehenden Bonus. Verschiedene Gottheiten gewähren einem Charakter auch unterschiedliche Boni. Ah, wo sehe ich jetzt, was für einen Boni ich gerade bekommen habe? Ah, da oben komme ich scheinbar nicht lang, auch wenn das auf der Karte verzeichnet ist. Also begebe ich mich jetzt auf jeden Fall mal zu meiner Quest. Dem eigentlichen Grund, warum ich überhaupt hier bin. Ich hoffe, es gibt später noch sowas wie Mounts. Na, hey, wer bist denn du? Halb Zauberer, halb Krieger, oder was ist das für eine Aufmachung? You've come from the tower, haven't you? Name's Agar. Maybe you can help an old fate weaver, eh? Erstmal die Neugierde befriedigen und dann können wir ihm sagen, warum wir hier sind. Fate weavers look at the great tapestry of fate. The threads will tell us how a life will unfold. But knowing the future and being able to change it are two very different things. Okay, wenn er die Zukunft kennt, dann weiß er sicher auch, dass es im Turm Probleme gibt. Also, Hugh hat mich zu euch geschickt. Did he? Poor old Fomaris Hughes. He respected the way the world works. What a shame. He's probably dead by now. Wieso denkt ihr, ihr seid tot? The cards told me that the Well of Souls would work, but Hughes' success would come on the day of his death. He took it pretty well, honestly. Although we did a lot of drinking after that. Keine Sorge, ich war auch tot. You, you're the one. Then that means it all makes sense now. The cards this morning. I drew the Gravedigger, the Running Man, and the Beast.
Prepare yourself. They're coming. Mist, hätte ich doch mal vorher fragen können, was die Karten sind. Führe Spezialangriffe aus und besiege deine Gegner, um Fäden der Schicksalsenergie zu sammeln. Drücke F, um fortzufahren. Aha, und wie mache ich das jetzt? Au. Wenn deine Schicksalsleiste voll ist, wie sie gerade praktischerweise geworden ist, dann posiert das Schicksalssymbol. Dann kannst du eine Schicksalsenergie nutzen, um den Abrechnungsmodus zu aktivieren. Drücke F, um vorzufahren. Im Abrechnungsmodus sind deine Geschwindigkeit und Angriffskraft deutlich erhöht. Er bleibt aktiviert, bis deine Schicksalsleiste leer ist oder du deinen Gegner per Schicksalsbrecher erledigst. Halte X gedrückt, um die Macht des Schicksals zu nutzen und den Abrechnungsmodus zu aktivieren. Brauche ich das wohl nicht mehr. Wenn du Gegner im Abrechnungsmodus besiegst, beginnen ihre Schicksale sich aufzulösen. Bewege dich nah an einen Gegner heran, dessen Schicksal sich auflöst, drücke F, um einen Schicksalsbrecher auszuführen. Du brauchst dabei deine verbliebene Schicksalsenergie, um alle Gegner, deren Schicksale sich auflösen, zu vernichten. Erhältst Erfahrungsboni. F, um vorzufahren. Nett. Hat was. Also das... Ich bin jetzt irgendwie baff. Na komm her. What? How? What are you? The genau. Threads of fate. I've seen them before, but I've never seen anyone manipulate them like that. You just changed how the world was supposed to work. How did you do that? Woher soll ich das wissen? Ich hab's einfach gemacht. Fate is the will of the gods. No mortal should be able to change it. How is that even possible? Come here. I'm going to do a reading. You might be able to change the threads, but fate will still have a plan for you. I promise not to tell you if I see your death. Seht ihr immer den Tod voraus? It's a gift. Some people paint landscapes. Other people write poetry. I peer into the weave of fate's tapestry and see people's deaths. Hm. Tolles Geschenk. Ja, schickt ihr mich darum, Hughes, her? That would be my guess. He was an academic, but he had a proper respect for fate's plan. Unlike most gnomes. Ich glaube nicht an Schicksal, aber neugierig bin ich trotzdem. Na schön, dann zeig mir mein Schicksal. You're nervous. Relax. This is what fate weavers do. I'll be seeing your place in the pattern of destiny. Who you are, what you've done, where your path takes you. Or at least I should be. You're real, right? I swear I haven't had that much. Das sage ich auch immer. Ich bin real und ihr seid betrunken. I am. But still, I've never seen someone whose fate was just missing. Not even when I was drunk as the King of Ballads. This doesn't make sense. All mortal creatures have a place in the pattern. You should have one too, dead or not. If this is true, and I'm not saying I believe it, then your path is yours to determine. Das hatte ich eh vor.
Schicksale. Schicksalsloser. Als kürzlich Wiederbelebter ist dein Schicksal noch ungeschrieben und du. Und du selbst hast die Macht, es nach deinen Vorstellungen zu schmieden. Als Akolyt hast du dich dem Arkan und der Meisterschaft der Elementarkräfte verschrieben. Du bevorzugst es, deine Gegner mit roher Magie zu vernichten, statt durch primitive oder profane Methoden. Schurke. Im Gegensatz zu den meisten Kriegern, Amalurs bevorzugen Schurkenangriffe aus sicherer Entfernung, Hinterhalte oder weniger ehrenhafte Arten des Kampfes. Als Schurke schleichst du dich an deine Gegner an. Weichst ihren Hieben aus und tränkst deine Waffen mit in Gift, um dir einen Vorteil zu verschaffen. Den wollte ich eigentlich runterscrollen. Zenka. Lol. Dieses Schicksal macht dich zu einem respekteinflößenden Nahkämpfer. Du kannst eine Menge einstecken und für gewöhnlich ist es für dich effizienter, Angriffe zu blocken oder hinzunehmen, als ihnen auszuweichen. Was gibt's hier noch Schönes? Ach, das ist Rang 2, 3 und so. Gut. Aber ich will hier den Akolyten, da ich ja mich jetzt schon komplett auf Magier ausgerüstet habe und geskillt habe, macht es ja keinen Sinn, jetzt groß irgendwas anderes zu nehmen. Also bin ich jetzt ab sofort offiziell Magier. Oh, scheinbar gibt es ja nachher noch ziemlich viele verschiedene Sachen. Gut, erstmal. Was habt ihr denn überhaupt gesehen? I can see the threads around you, but they're shifting, changing so rapidly, I can't make sense of them. Normally the threads would guide my hand to the cards, and I'd use those cards to see your pattern in the weave. But it just didn't happen. They wouldn't focus. So either there's something wrong with me, and there isn't, or there's something very wrong with you. Ich war tot. Das ist schon ein Zeichen dafür, dass irgendwas nicht stimmte. Ihr seid einfach nicht besonders gut drin, was ihr macht. Damn it, it's the truth. At least, I think it is. The world is changing. You might be a sign of that. Or maybe the cause. I've never had a reason to doubt my own readings. But we should consult with Arden. He's not a friend, but he's got a good eye for the tapestry. I'll meet you at his home to the east. I'm going to see if I can be of any help to the wounded at the tower. Karthago, stimmt mein Schicksal nicht? That's just it. I don't know if you've got one. But that's why we're going to see Arden. He lives in a little hut to the east in Yulven. I'll meet you there. Dann mal leb wohl. What could this all mean? Da ist ein Fragezeichen über dem Kopf. Was kann das bedeuten? Still here, huh? Can't quite decide if you want to hear what the cards say, can you? Oh, okay, nee. What could this all mean? Das alles nochmal durchzukauen, darauf kann ich gerade verzichten. Also mache ich mich mal auf den Weg. Ein Wissensstein entdeckt. Finde alle Wissenssteine eines Satzes, um einen dauerhaften Bonus zu erhalten. There echoes none more grand than Olane's many feats of might, the pure and lady of the light. She is a knight of golden knot. She is the cure, the conscience of the summer fay. She is the heart of spring of day. Hübsches Gedicht kann man sich von den Steinen vorlesen lassen.
Upsi. Na, wen haben wir denn da? Hallo Fremder, du Freund oder Feind? Ah, mein Freund. Ha, hab mich gehört. Das die Drache. Scheiße. Mana regeneriert sich im Laufe der Zeit, kann aber auch mit Mana trinken schnell wieder aufgefüllt werden. Der macht ja gar nichts. Heutige Tünchen. Okay, ich darf ihm nicht so nahe kommen, aber angreifen tut er mir auch nicht. Spielverderber. Hätte ich bloß Kräuterkunde gewählt, so viel wie ich hier schon bekommen hätte. Oh, da hinten ist eine Truhe. Mich aber auch. Dass sie immer ihre Truhen abschließen müssen. So kann man die gar nicht beklauen. Das ist doch voll langweilig. Truhe mit Sonderlieferung. Derzeit sind keine Sonderlieferungen verfügbar. Schade. Du hast einen neuen Ort entdeckt. Jetzt kannst du über deine Weltkarte per Schnellreise zu diesem Ort, indem du M drückst. Drücke 3, um von der Gebietskarte zur Weltkarte zu wechseln, wenn du die Schnellreise nutzen möchtest. 3. Hier auf der Weltkarte kannst du bereits entdeckte Orte auswählen und per Schnellreise zu ihnen gelangen, indem du Enter drückst. Enter. Galatas Schnubi. Turm von Alistar, Steinkerzenmine und da kann ich wohl nicht. Ach, das ist hier gut. Adenshütte, da will ich hin. Okay. Aber ich bin hier eigentlich mit ganz zufrieden, weil hier sieht das nämlich nach Quests aus und wie diese Quests verlaufen, werde ich euch im nächsten Teil zeigen. Ich hoffe mal, ihr schaltet dann auch wieder ein und man sieht sich dann, wenn es wieder heißt, Let's Play Kingdoms of Amalur Reckoning. Ciao, ciao.